Garden of the Gods is just north of Market Square. Marshal Lupinski should be out front. Okay, da gehen wir auch gleich hin, aber erst schauen wir mal, was hier los ist. Come out bei of den there, you Cassidys. Consarn it. You Dorsey peckerheads, get on out of there. Hush up now, Josiah. You can't go in there alone. They'll kill you. You think I can't handle myself? I've put down worse than these in my time. Since when? You've been a shopkeeper all your life. Will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after those Dorseys, he'll get himself killed. Was geht hier eigentlich vor sich? Some of those Dorsey bastards are hiding out in my shop. My shop! Finest clothing store in the whole dang town. So I'm going in after them. Dass die noch hier in mein... Was ist denn... Was machen denn die Marshals hier in der Stadt eigentlich? Ich meine, die haben sehr viel Papierkram zu erledigen, verstehe ich schon. Aber da sind noch quasi aktive Terroristen hier in der Stadt. Ich meine, come on. Ja, Waffen modifizieren ist immer gut, finde ich. Da kann man... Das ist immer nett. So, wieso bittet ihr nicht die Marshals um Hilfe? Ganz genau, das, was ich gerade gesagt habe. They're too busy. Besides, a man should be able to protect his own shop. Warum überlässt du das nicht den Profis? Thank you. Keep an old man from killing himself, will you? Killing myself? Can't you pretend to have some faith in me, Martha? Especially in front of these soldier types? You do this, you'll get a nice discount at the shop. Assuming I still have a shop by the time it's all over. Ein Discount in seinem Shop. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wie war das gleich nochmal? Wie aktiviere ich den Kampfmodus? Angriffsmodus Y. Na gut, jetzt müssen wir hier erstmal öffnen. Vorsichtig. Oh! Geht schon los. We thought you was all dead. Back off! Da haben wir gleich mal gut eröffnet, die Runde. Der erste ist schon erledigt. Da waren es schon nur noch zwei. Wenn ich mit ihm jetzt einfach mal hier mit Abraxe ganz unvorsichtig hier hingehe, der steht zwar dann voll im Weg und alles, aber wahrscheinlich kann ich den, der sich hier im Eck versteckt, ziemlich gut wegschießen. Mit gerade mal 40% Trefferwahrscheinlichkeit. Los geht's. Naja, hätte fast gereicht. Da kann Idolems Nahkampf-Power vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Dammit, ist der zäh. Na gut. Ach so, deswegen ist klar. Ich habe mir gerade gedacht, hey, der hat nur einen Aktionspunkt. Aber ja, natürlich. Der hat ja den Eröffnungsschuss gemacht. Jetzt wäre es wirklich gut, wenn wir den da noch wegkriegen würden. Na, come on. Nein, das gibt's doch nicht. Kann den bitte irgendjemand umbringen? Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Der steht direkt vor ihm. Und jetzt steht der hier noch mit 4 HP. Ich glaub es nicht. Ich hätte nämlich... es stehen deswegen alle so unvorsichtig im Raum rum, weil ich mir dachte, ja komm hier, die drei schaffen wir doch in einer Runde. Ah, ist das nervig. Na, immerhin danke. Na, der hat sich aber auch das seltsamste Ziel ausgesucht irgendwie. Okay. Abraxe, ein bisschen in Deckung gehen. Und jetzt schieß ihn einfach weg. Schon mal nicht schlecht.
jetzt Melee. Super Wasteland Brothers Melee. Schläge. Du hast einen Schlag aufgeladen. Schläge sind mächtige Spezialangriffe, die das Blatt in einem Kampf wenden können. Verschiedene Waffentypen haben einzigartige Schläge. Probier dies aus, indem du deine Schlagfähigkeit mit X auswählst. Haben wir dafür noch genug Aktionspunkte? Donnerschlag. Lade diese Fähigkeit mit erfolgreichen Angriffen auf. Springe in die Luft. Schlage auf den Boden. Schockwelle. Na, von mir aus. Los geht's. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ihn gleich so zerfleddert. Seine geisterhafte Hülle steht noch da. Aber ansonsten ist nur noch ein Blutfleck übrig. Ja, dann plündern wir. Das Schönste an solchen Spielen, nach getaner Arbeit, der Loot. Das ist übrigens, finde ich, ein System, das gefällt mir gut, dass man nach dem Kampf zu einem Gegner geht und dann kommen der Reihe nach automatisch alle Gegner. Die Objekte und so muss man trotzdem noch per Hand looten, aber alle Gegner, damit man niemanden übersieht, der Reihe nach gelootet an einem der Gegner. Das finde ich schon ganz nett. Munition, Heilung, andere Heilung, Geld. Was ist denn das? Ein Dorsey-Bauchaufreißer. Ist eventuell was für unseren Idolem, ne? Flammenwerfer, Benzin, Zigarettenstummel. Schauen wir gleich mal. Das ist Wasteland 3, was wir hier spielen. Ein neues, aber recht klassisches, rundenbasierendes RPG. Hey, wir haben Level-Up auch. Uiuiui. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal, damit ich es nicht vergesse, eins nach dem anderen. Was ist mit der Nahkampfwaffe? Wie gut ist die? Wo ist sie überhaupt? Wo kann ich gleich nochmal Gegenstände vergleichen? Ja, die ist in jeder Hinsicht deutlich besser als unser Jagdmesser. Ich war mit dem nicht zufrieden, von Anfang an nicht. Das ist schon besser. Eine grausame Waffe. All die fiesen kleinen Kanten in diesem Ding sind dort nicht aus Zufall. Na dann, ausrüsten. Cool. Ich finde das so witzig, dass der Charakter so klein ist, dass man ihn nicht mal sieht, weil er hinter seiner Ausrüstung, hinter den Anzeigen versteckt ist. Naja, gut. So, Abraxe. Ist nicht aufgestiegen. Idolem ist aufgestiegen. Ein Attributspunkt. Abraxe, danke für die Bits. Hurra! Dankeschön. Dafür gibt es einen Geschwindigkeitspunkt, schätze ich mal. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob Geschwindigkeit eine Auswirkung auf die Reichweite hat, die man sich im Kampf fortbewegen kann. Deswegen werde ich hier die Koordination erstmal erhöhen, weil mehr Aktionspunkte ist definitiv gut für einen Nahkämpfer. Mehr Aktionspunkte heißt definitiv mehr Fortbewegung. Ja, und hier werde ich mich jetzt auch... Nehmen wir einmal Nahkampf, einmal Schlossknacken. Weil Schlossknacken wollen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Toaster-Reparatur ist in den Wasteland-Spielen aus Tradition auch immer ein ziemlich wichtiger und witziger Skill. Sollten wir auch nicht vergessen. Aber gut, jetzt gehen wir mal weiter. Zu den Vorteilen. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Vorteil wählen dürfen mit Idolem. Der darf sich jetzt eine einzigartige Vorteilfähigkeit aussuchen. Jetzt schauen wir mal. Es gibt quasi unabhängige Vorteile, die man immer nehmen kann, ganz egal. Und andere Vorteile, die sind abhängig von den Fähigkeiten, die ein Charakter hat. Da Idolem ein ziemlich guter Nahkämpfer ist, haben wir zum Beispiel schon den Zugriff zu zwei verschiedenen Nahkampfvorteilen. Und die sind natürlich besonders interessant, aber jetzt schauen wir mal alle Optionen, die wir haben, durch. Also, standardmäßig könnten wir, wartet mal kurz, kurz anders hinsetzen ein bisschen. Standardmäßig könnten wir tiefe Taschen nehmen, Wahrnehmungsradius plus 1 wegen tiefe Taschen. Wenn jemand fragt, wo du all deine Sachen verstaust, ist es vielleicht besser, wenn du es nicht verrätst. Das ist aber komisch. Warum kriegt man dann einen Wahrnehmungsradius plus 1? Du isst Patron zum Frühstück, Panzerung plus 2.
kümmere dich um deinen Körper und dein Körper wird sich um dich kümmern. Kondition plus 35. Manchmal hast du das Gefühl, dass du fast schon voraussehen kannst, was passiert. Ausweichen plus 5%. Und nach ein paar Beulen und blauen Flecken spürt man den Schmerz kaum noch. Widerstand gegen kritische Treffer. Alles schön und gut, aber jetzt schauen wir uns mal die Nahkampffähigkeiten an. Blutschlag. Du weißt, welche Blutgefäße dicht unter der Haut verlaufen. Schneide deine Feinde auf. Jetzt ist die Zeit auf deiner Seite. Okay, Fähigkeit Blutschlag. Ein aggressiver, scharfer Angriff, der zusätzlich plus 100% Schaden, das ist nicht schlecht, und Blutung verursacht, aber über minus 20% Trefferchance verfügt. Brennende Ziele erleiden 200 Schaden. Aha, interessant. Schaden 200% des Waffenschadens. Oder aber der Betäubungsschlag. Ein gezielter, stumpfer Angriff, der das Ziel betäubt, aber über minus 15% Trefferchance verfügt. Eingefrorene Gegner erleiden zusätzlich 100% Schaden. Schaden 100%. Hey, dann nehmen wir jetzt mal den Blutschlag, würde ich sagen. Tada! Blutschlag gelernt. Idolen ist irgendwie, der kriegt Sondererfahrungspunkte, ne? Ich glaube, der ist ein schneller Lerner oder irgendwie sowas. Ich bin gerade mit der Steuerung überfordert. Genau, ein Bücherwurm, das ist das, glaube ich, ne? Oder? Erfahrungsbonus plus 5%, deswegen steigt er schneller auf als alle anderen. Alles klar. Na gut. Dann schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Patronen, Flammenwerfermunition, Energiezellen, Munition, Geld und eine schimmlige Socke. Perfekt. Was will man mehr? Ein Safe, den ich... Oh, Level 5 Schloss knacken. Boah. Heilung, Heilung. Munition, 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 Munition. Hey, Hübscher, sagen wir zur Schaufensterpuppe. Na, dann. Okay, dann sind wir hier fertig. Dann berichten wir unseren Questgebern von der frohen Kunde. Phew, boy. Thanks again for taking care of those Dorseys. Bitteschön. Say, if you got hurt in that scrap, you should see a friend of mine, Doc Parker. He set up a clinic in the Arapaho Garage, just outside the city gate. And here, a little token of our appreciation. Come on back after we reopen the shop. Okay, dokey. Mach ich vielleicht auch wahrscheinlich irgendwann mal. This here's Market Square. The Arapaho Garage is just outside the city gates. My old friend Doc Parker set up a clinic there. Parker's the best doctor in town. Be a hell of an asset. Did you see the Dorseys almost blow up the statue? Though. The doc is prickly. What, you Ferris fiend? Turn! And these are not the best times. Okay, alle Jesus, deuten... Jesus, Christ! That's a bomb under my stall, ain't it? Oh, shit, Taiwan. God, it is. We best stay back. Wer ist gleich nochmal unser Bombenspezialist? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal nachschauen. Aber die können wir doch bestimmt entschärfen. Das wäre doch gelacht. Die Bombe, die unter ihrem Verkaufsstand hat. Sprengstoff. Fallen Crusader. Hey, warte mal. Fallen Crusader Fähigkeitspunkte. Wo kommen denn die her? Können wir Sprengstoff gleich erhöhen? Und verrückter Wissenschaftler würde ich auch gern erhöhen. Okay, und wie kann ich jetzt... Genau, guck, es geht alles... Okay. Vorsichtig und entschärfen. Na schau, war doch überhaupt nicht schlimm. Gnädige Frau, bist du die Shopbesitzerin? Holy mackerel! Better stay back from my stall. Those goddamn Dorseys dropped a landmine under it. Ich hab die Mine entschärft. Kein Problem. Really? That's great news. Here's a little something for you. I'm back in business. Na, das war leicht.
Einkaufen werde ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Aber ich würde jetzt gerne den Arzt finden. Das ist nämlich, glaube ich, noch eine wichtige Nebenquest, die wir machen sollten, bevor wir irgendwo anders hingehen. Da muss ich mal kurz ein bisschen durch die Gegend laufen. Fallen Crusader, danke schön für die Bits und danke fürs Bomben entschärfen. Aber dafür sprengt er das Bitglas. Ah, ich glaube, wir sind hier eh richtig. Kann das sein? Hier ist die Werkstatt, ne? Hier ist auch der Doktor, da kann ich mich noch erinnern. That rust trap? Why? Because this was Jimmy Longhall's first car. When it gave up the ghost in the plains, he salvaged what he could. Turned it into this monster you see before you. All because he couldn't bear to be separated from his machine. That's dedication for you. Also to get out of the plains. Y'all forgot that part. So, wer hat denn hier Namen? Ist Flitzer ein Name oder eine Berufsbezeichnung? Anscheinend ist Flitzer nicht wichtig. Hallo. Jimmy Langstrack. Trotz seines hohen Alters beeindruckt dieser Mann mit seinen breiten Schultern und seinem dicken Hals. Seine Haare sind zu dick. Zu dicken weißen Töpfen geflochten. Hey, Jimmy. Glad to see you're okay. Dorsey's didn't get this far? Nah, they didn't bother with us. They were after folks wearing badges like yours. I would have shot those Dorsey's dead if they'd walked in my garage. Haven't seen your friends before. If you folks are looking for help with your vehicle, you've come to the right place. Was ist denn das hier für ein Ort? This is the Colorado Springs Arapahoe Station. We got stations all over Colorado, mostly for fixing and supplying our own fleet. But we fix vehicles and sell parts to anybody. Also. I'm the manager, Jimmy Longhall. That's my crew over there. You need any repairs or alterations to your ride? They're the ones who will put it all together. Best crew in the business. Ihr scheint hier ja auch Menschen zu reparieren. Yeah? Oh, that's Doc Parker. He needed a place to set up his clinic, and we had the space, so... Good thing, too. Those Dorseys hurt a lot of people with that little raid of theirs. We brought as many as we could in here, and Doc's been patching them up as fast as he can. Only got two hands, though. Ist Parker ein guter Arzt? The best in Colorado Springs, no lie. He was the Patriarch's personal physician for a while. Took care of all the hoity-toits in Broadmoor Heights, too. Kind of pissed us off at the time, actually. Nice Arapahoe boy, taking care of the hemorrhoids of the 100 families and turning his back on his own people. Came home in the end, though. Remembered who he was and set up his clinic here. Been serving the working people of Colorado Springs ever since. Erzähl uns von deinen Angestellten. Co-workers, not employees. I only give the orders because I take the orders, get me? Anyway, Fastback's the old one. Been with the station almost as long as I have. Wrench, the tall fella, thinks he's a heartbreaker, but he's the most sentimental sap you'll ever meet. And Pacer's our newest recruit. Don't mess with her. She's 10 pounds of attitude in a 5-pound bag. Na gut. Ihr seid also alle Arafau hier. Was? At the moment? Yeah, I guess so. Driving and wrenching has kind of become the Arapahoe brand. We pride ourselves on being the best mechanics and couriers in the West.
Was kannst du mir über die Arafao erzählen? Well, except for those of us who run the stations, we mostly live on the road. The people of the convoy, some folks call us. And we've turned that way of life into a business. Arapaho Service Stations, Iron Thunder Logistics, Arapaho Caravan Protection and so on. Arapahos sind quasi so Vagabunden im Endeffekt, die aber überall ihre Stationen errichtet haben. Ihre Werkstätte halt natürlich. Damit sie, ne, Orte haben, wo man Freunde findet und sein Auto reparieren kann und so. While other folks were eating each other in the suburbs or fighting over mansions in Broadmoor Heights, we kept to the wildlands and didn't come back until civilization had reestablished itself. And when we came back, we came with services people needed. Transportation, protection and repair. Been living well ever since. Ich hätte wirklich so gern eine Dialog-automatisch-fortsetzen-Option, weil dass ich nach jedem Sätzchen A drücken muss, nervt mich ein bisschen. Naja, stellt ihr auch Außenstehende ein? Sure we do, if they're good enough. Takes a lot of skills to be better than an Arapaho, though. Na dannchen. Auf Wieder, tschüss. Take care now.